Im Frühjahr 2024 meldet sich eine ehemalige Mitarbeiterin des Familienministeriums zu Wort. Sie arbeitete in der sogenannten Regiestelle von Demokratie leben. Dort werden 182 Millionen Euro Steuergeld auf unzählige Projekte verteilt. Sie berichtet, dass anstatt die Antragsteller sorgfältig zu prüfen, vor allem im großen Stil durchgewunken wurde. Ein Großteil des Geldes fließt in den Kampf gegen rechts. Die Summe 22,6 Millionen Euro. Für Initiativen gegen Islamismus flossen 17,6 Millionen. Für Linksextremismus wurden gerade 1,3 Millionen Euro ausgegeben. Die 182 Millionen Euro wurden vor allem verwaltet und üppig verteilt. Fehlende Transparenz, fragwürdige Projekte und laxe Vergabepraxis der Millionen. Immer wieder steht Demokratieleben massiv in der Kritik, ein Selbstbedienungsladen für linke Organisationen zu sein. Doch das Familienministerium hält an Demokratieleben fest. Das Förderprogramm wird auch kommendes Jahr weiterlaufen, mit einer Neuerung. Dann sollen die Projekte mit einer Laufzeit von bis zu 8 Jahren durchfinanziert werden. Viel Geld, wenig Transparenz. Was braucht unsere Demokratie wirklich, um zu leben? Nee, eine Demokratie muss überhaupt nicht finanziert werden, um zu leben. Ganz im Gegenteil. Also eigentlich umso mehr unabhängig diese ganzen privaten Organisationen sind, desto besser ist es für unsere Demokratie. Es entsteht ja auch ein Ungleichgewicht dadurch, wenn du die links-grünen Organisationen mehrheitlich förderst, dann haben die natürlich einen finanziellen Vorteil als die, die andere Positionen vertreten. Das ist jetzt 8 Jahre die Zahl, aber es geht im Endeffekt um eine Dauerfinanzierung, weil sie eben Angst haben, falls es mal zu einem Regierungswechsel kommen könnte, der dafür sorgt, dass diese Projekte eben Millet-artig geschnitten werden, ja, rausgehauen werden, dass dann eben sichergestellt ist, dass diese Projekte trotzdem irgendwie an die Staatskohle kommen. Darum geht es ja im Endeffekt.